Ich hoffe, das hat jetzt keinen Hörschaden weg wegen diesen Bitte. Oder wird auch immer wegen diesen Wecker da ist das. Leider hilft bei mir keine lautlose Variante des Weckers, weil sobald ich eine lautlose Variante nehme, höre ich es nicht mehr. Ich bin dann halt taub. So. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. So. Kein Creepy in die Nähe. In die Nähe, in deren Nähe. So, mal gucken. Ob wir jetzt uns ein Lernen weiter nach oben. Nein. Ah, jetzt so. Leider geht es nicht anders da. Ich muss warten, bis jetzt wirklich diese Lernen sich da nach oben verfrachtet hat. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Geht das eigentlich? Ups. Ah, cool. Ist das nicht eine herrliche Aussicht? Ach, einfach herrlich hier. Da hinten der gelbe Sand. Die rote, die gelbe Süd, die Wüste. Überall Bäume. Herrlich, herrlich. Und da unten der sichere Tod. Und da oben einfach keine weitere Liane. Was soll denn das? Machen wir uns ein Guckloch. Oder? Ja, hieß ein Juckloch? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt loslasse und falle, bin ich tot. Aber sowas von. Wenn ich die da ab. Jetzt habe ich mal abmurksen. Abmache und da oben dran klebe, muss ich erstmal irgendwas aus meinem Inventar schmeißen, weil sonst funktioniert das nämlich nicht. Was schmeißen wir denn mal raus? Wir können sie unten wieder einsammeln. Wir schmeißen mal die da raus. Die brauchen wir gerade nicht. Und so stürzen sie doch nicht ins Hirn runter. Da liegen sie schon. Immer noch Kai. So. Jetzt bloß nichts Falsches mache, sonst sind wir tot. Tada, wir sind da oben gekommen. Wir sind oben. Yay. Das lassen wir auch gerade so, wie es ist, oder? Würde ich so sagen. Und klatschen dann einfach das Holzding, was ich machen will. Ja, wir klatschen das einfach jetzt oben drüber. Aber ich muss das dann da anfangen. Sonst komme ich nämlich nicht hoch. Ja, und jetzt werden wir natürlich lebensmüde, ne? So. Da ich nicht weiß, wo hier die Mitte von diesem Ding ist. Mache ich jetzt einfach Pi mal Daumen in meine Hütte und tu die dann später erst ausrechnen, also ausmessen, so richtig. Das kann ich dann immer noch ändern. So. Ja, die Höhenluft, die tut gut. Die tut sehr gut. Nee. Alles okay. Wir werden zwar wahrscheinlich elendig hier oben sterben, oder zumindest gleich runterstürzen, dann sterben, aber hey, es war auf jeden Fall schön. So. Wir werden definitiv noch weiter nach hinten, nach da gehen müssen.
Aber die Aussicht ist echt wunderbar. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wenn wir aber hier runterfallen, landen wir im Wasser. Ob wir das überleben? Es käme auf einen Versuch an, oder? Und wenn ich da aber so einen Wasserfall hier so genau hier in die Ecke mache, so nach unten. Es wäre definitiv eine Überlegung wert. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich es mache. Habe ich eigentlich schon auf Start gedrückt? Ja, habe ich. Gut. Wenn ich plötzlich das Mikrofon muten muss, dann nicht wundern. Also nicht, dass ich euch loswerden möchte oder sowas oder euch was verheimlichen möchte. Aber da kommt jemand. Das muss man nicht unbedingt hören. So, das wird die Hütte. Dann bin ich fertig. Nee, war Scherz. Wir kriechen einfach mal hier oben rum. Sieht ja schon mal schön aus, ne? So ein schönes eckiges Haus. Hat nicht jeder. Ja. Wir leben am Limit. Heute Morgen in der Dusche gegangen, fast ersoffen. Und jetzt sowas. Echt Leben am Limit. Wie ist denn knallhart hier? Jetzt können wir doch eigentlich mal gucken. Eins, zwei, drei. Nee, Moment. Eins. Von da müssen wir rechnen. Ne? Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, es sind sechs nach da. Dann machen wir mal sechs nach hier. Das wird dann sozusagen schon. Mein nächster Vorhaben ist dann. Zwei. So, mein nächstes Vorhaben ist, dass ich egoistisch werde. Nee, dass ich nur an den Ecken und hier in ein paar Stellen Wände hochziehe und dann alles aus Glas mache. Das ist so dann mein Vorhaben. Das ist bestimmt irgendwo geklaut. Hast du irgendwo gesehen? Und deswegen machst du es nach. Kann schon sein. Ich glaube, jeder macht irgendwo irgendwas irgendwie nach. Ich bin mir nicht sicher, wo ich es gesehen hätte. Aber es kann schon möglich sein, dass ich es vielleicht irgendwo gesehen habe. Sieht das nicht schnicko aus? Habe ich jetzt die 6 hier schon? Leben am Limit, Leben am Limit. Natürlich lassen wir hier drumherum einen kleinen Rand. Nee, ist natürlich nicht. Egal. Machen Sie erstmal fertig. Vielleicht erweitere ich es auch jeweils nochmal um zwei Blöcke. Weil dann kann ich hier vielleicht so eine Art Rundgang noch machen. Und es wird schon wieder dunkel. Na toll.
Wir stehen hier oben, mitten in der Pampa. Ich laufe rückwärts in der Höhe von dieser hier, von der hier. Rede Schwachsinn und es wird dunkel. Ich kriege Angst. Wenn hier oben ein Creeper auftaucht, dann sind wir tot. Aber warum sollte hier oben in der Höhe ein Creeper auftauchen? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, weil es dunkel ist. So. Jetzt haben wir natürlich dämlich genug und haben nicht gerechnet, wie viel wir jetzt von da nach da gelaufen sind. Aber wir können das ja Ganze nochmal ein bisschen verbreitern. Ne? Das ist ja so, dass wir das nicht könnten. Wir gehen vom Loch aus und zielen dann einfach nach oben. Dann passt die Sache schon. Und wir tun aber vorher ein paar Fackeln hier hinstellen, bevor ich mich Schiss kriege ohne Ende. Und schreiend wie ein Mädchen hin und her renne. Und ich darf schreien wie ein Mädchen hin und her rennen, denn ich bin ein Mädchen. Naja, okay, Frau, aber ihr wisst, was ich meine. So. An allen vier Ecken sollen Lichter drin stecken. Oh, herrlicher Sonnenuntergang. Jetzt habe ich keine Angst mehr hier oben. Und da ist der Mond. Oh, du Mond, du scheinst so hell. Das ist sehr originell. Vielleicht schaffen wir sogar durch die Wolkendecke durch. Das wäre cool. So, was habe ich gesagt? Nee, Moment. Das ist absoluter Nullpunkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Drei. Ich krieg Panik. Sechs. Sieben. Ich sehe uns schon tot am Boden. Acht. Habe ich mich verzählt? Irgendwie sieht es da mehr aus als da, oder? Boah, das mache ich jetzt mal mit Fackeln. Vielleicht geht's ja dann. Da habe ich mich echt verzählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh! Da habe ich nur fünf. Und hier sind sechs, glaube ich. Eins, sechs. Tatsächlich. Ich habe mich eiskalt verzählt. Ich habe mich schon gewundert. Hinten leuchtet was. Ist hier hinten eine Hütte? Da müssen wir hin. Da müssen wir unbedingt noch hin. Das war doch von vorher, dass ich das hier gemacht habe. Auch wenn ich gerade Schiss krieg habe ohne Ende, war es doch vom Vorteil. Ich würde mir jetzt ja natürlich in die Hose pipien, wenn jetzt hier so ein Enderman auftauchen würde, dann glaube ich, wäre bei mir hoffentlich mal zu. Ich muss da hinten hin. Moment, nee, ja, das machen wir nicht. Ich würde sagen, wenn wir einen Jumper jetzt nach unten machen, aber lieber nicht. Ich glaube, ich fühle mich erst hier sicher, wenn hier wirklich. Wenn ich hier hoch hier. Wenn hier Mauern stehen und ein Zaun drumherum, dann fühle ich mich erst wohl. Vorher nicht. Ich glaube, das kann man aber auch verstehen, oder? Ich bin halt ein Schisser. Was ist denn eigentlich da hinten?
Nix. Nur mehr Tropenwald. Hätte ja sein können, dass ich noch was anderes entdecke. Aber nein. Aber hey, ich kann die Lichter von uns sehen, die da hinten auf dem Berg sind. Sind die mal von uns? Ja, ich glaube schon. Du gehst auch so ein Teil rückwärts. Das würde ich mir überlegen. Nö, ich denk da nicht nach. Ich handle einfach. So. Im Peaceful-Modus, also im Baumodus wäre es natürlich jetzt einfach, dann würde ich jetzt einfach fliegen und klack, 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 fertig wärme. Aber wir sind ja nicht in diesem Modus. Wir sind ja nicht im Schummler-Modus, sondern im den Malen. Und da macht man ja sowas nicht, ne? Da macht man es ja auf die komplizierte, altmodische, materialverbrauchende Art und Weise. Ich weiß nicht mal, ob wir euch diese Folge, ich sehe jetzt gerade mal kurz nach, nee, wir werden es jetzt schaffen. Unser Baumhäuschen, würde ich mal so nennen. Hey, wenn ich jetzt sterbe, sterbe ich wenigstens auf dem Dach von meinem Haus. Das ist auch mal was. Ich bezweifle es, dass wir das jetzt hier fertig kriegen. Zumal ich mir gleich wieder die Hose mache. Hosepipier. Voller Schiss, wenn ich die nicht jetzt hier habe. Ich weiß, es ist nur ein Spiel und so, aber. Ich hab ja Höhenangst, ne? Das ist ja mein Problem. Ich habe Höhenangst und dann spiele ich solche Spiele und mache sowas auch noch. Ich bin ja eigentlich selbst dran doof, ne? Ja, ist das schön, sei schlau und stell dich dumm, ne? zap, zap. Und wieder bin ich mal eins zu. Na, egal. Man sieht sofort überall, wo wir gewesen waren. Ich hoffe ja eigentlich, dass unser Kürbis. Wir haben nichts mehr. Unser Kürbis bald mal fertig ist. Das wäre ja mal schön, ne? Wie gesagt, ich fühle mich erst hier wirklich wohl, wenn ein Geländer drumherum ist, weil dann ist es mir wurscht. Dann kann hier kommen, was will. Das ist mir dann egal. Ich kann dann auf jeden Fall nicht runterfallen. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Ja, es ist halt das hier. 4-Sterne-Restaurant mit von und zu, ne? Das ist klar, aber es sieht toll aus. Mir gefällt's. Und ich traue mich gerade hier nicht runter, bis die Sonne wieder aufgeht. Aber ich muss runter. Ich will wissen, was das da hinten ist. Sieht aus wie eine Burg oder sowas. Ah, die Sonne geht auf. Aber ich bezweifle es, dass ihr den Sonnenaufgang noch erleben werdet. So, oh, sehr schön. Schöne Melodie. Ich hoffe, dass der Ton aufgenommen wird. Wenn nicht, dann muss ich nämlich das Ganze nochmal machen oder neu vertonen. Und darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Aber es wird nicht gefragt, worauf ich Lust habe. So. Das sieht aus wie eine Hütte, oder? Und ich will jetzt einmal hier komplett runterspringen und. Aber ich möchte nicht riskieren zu sterben. Das ist halt das Problem. Ich meine, okay, kann ja viel passieren.
So.